Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Wie gehe ich um mit Drohungen? Wie schütze ich mich vor Drohungen? Und was tue ich, wenn mir selber Drohungen passieren? Drohungen ist ein sehr aktuelles Thema, weil vielen Menschen gedroht wird, sei es persönlich, sei es aber auch gesellschaftlich, dass Gruppen ausgegrenzt werden, dass eben bestimmte Gruppen sogar bedroht werden. Wenn sie nicht das tun, dann werden sie rausfallen aus dem und dem Möglichkeiten und so. Also Drohungen ist schon wirklich, wenn die Gewalt steigt, wenn die Missgunst steigt, wenn gegenseitige der Stress auch steigt, dann steigen eben auch die Drohungen. Und tatsächlich sind Drohungen was sehr, sehr unangenehm ist. Wenn mich jemand bedroht, heißt das schon, dass da vorher schon einiges gewesen sein muss an aggressiven Vorstufen. Die unterste Stufe ist zu sagen, ich möchte nicht, dass du so bist, das ärgert mich oder das verletzt mich oder so. Ja. Die nächste Stufe ist, dass ich sage, sei nicht so, ja. Also ich möchte bitte, dass du jetzt sofort das änderst. Ja. Also jetzt in der Partnerschaft zum Beispiel oder Eltern-Kind. Wenn du weiterhin da zu Hause wohnen möchtest, dann halte dich an Grundregeln und komm nicht erst um 3 in der Früh besoffen nach Haus. Das ist noch keine Drohung, sondern das ist eine dringende Bitte, weil das Zusammenleben schwierig ist. Ja. Und wenn dann keine Ahnung, dass der Jugendliche dann erst am nächsten Tag in der Früh zu Hause kommt und also auf jeden Fall Dinge tut, die für die ganze Familie sehr unangenehm sind, dann wird es immer mehr in Richtung Aggressivität sein, ja, weil sich eben die Eltern abgrenzen müssen, weil sie nicht mehr wissen, wie sie mit dem Jugendlichen zurechtkommen, weil der tut, was er will. Genauso kann man das im gesellschaftlichen Bereich sehen, wenn ganze Gruppen bedroht werden, wenn ganze Gruppen Angst kriegen, dann kommt es eben zu laut immer unangenehmeren Wortgefechten, die dann auch in einer Drohung münden. Wenn die Drohungen dann so eskalieren, dass man sogar jemand anderen mit Gewalt bedroht, bis hin zum den Tod wünscht und ihm androht, dass man ihn umbringt, dann ist es natürlich Endstufe. Und dann ist, also ist schon viel früher Schluss mit lustig, aber dann, spätestens dann, muss man wirklich sich schützen, weil so kann es nicht weitergehen. Ja. Dann wird irgendwann einmal die Gewalt auch so stark werden, dass sie dann auch ausgeführt wird und dann haben wir einen Krieg. Und das brauchen wir nicht, auf keinen Fall. Deshalb muss ich zurückgehen mit den Drohungen und muss eigentlich auch wahrnehmen, was ist das berechtigte Anliegen des anderen. Damit er eben nicht droht, weil er droht erst dann, wenn er eigentlich ohnmächtig wird und keine andere Möglichkeit mehr hat, als wie furchtbar arge Gewaltdinge auszusprechen, die keinesfalls zu akzeptieren sind. Ja. Aber es ist, dahinter steht oft eine Ohnmacht, dahinter steht oft eine Ausweglosigkeit, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Es ist das Gleiche bei den Eltern, die dann ihr Kind schlagen, weil sie nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Zuerst drohen sie es noch an und dann hauen sie mal zu, was überhaupt nicht okay ist, ja, aber das passiert eben als Folge von eigentlich Überforderung und von Ohnmacht. Wie schütze ich mich jetzt vor Drohungen? Wenn mir jemand was befiehlt, was ich nicht erfüllen kann. Gehen wir wieder zum Jugendlichen, der muss laut Jugendschutzgesetz um 12 Uhr zu Hause sein und darf noch gar keinen Alkohol konsumieren. Nein, er kommt um 3 und ist komplett alkoholisiert und er will sein Leben leben, ja, und er hat keine Lust auf Drohungen und er hat aber auch keine Lust, um 12 Uhr nüchtern nach Hause zu kommen. Ja. Dann kommt es zu einem Interessenskonflikt und dann geht es darum, dem Jugendlichen zu sagen, was brauchst du, damit du dich wohl erfühlst, was nicht mit verbotenen Dingen, weil es ist noch verboten, dass er nach Mitternacht kommt und es ist auch verboten, dass er unter 18 oder unter 16 schwerste Alkoholiker zu sich nimmt. Sie tun es trotzdem, ja, aber es ist verboten und es ist auch nicht gesund für ihn und ist auch nicht hilfreich. Aber mit Drogen komme ich jetzt nicht weiter. Das heißt, es geht darum, ins Gespräch mit den Jugendlichen zu gehen und wenn er das noch will und ihm
das hoffentlich so gut zu vermitteln, dass er für sich in einer hellen Stunde erkennt, ja, das stimmt eigentlich, es ist wirklich keine gute Idee und ich tue mir selber leichter, wenn ich mich freiwillig beschränke. Also wenn ich freiwillig nichts trinke oder wenn ich freiwillig nicht die Freunde treffe, die dauernd trinken, weil ich tue mir nicht gut, bin dann nicht stark genug, Nein zu sagen, ich trinke dann mit und dann entgleist es wieder, ja, was ich eigentlich nachher dann eigentlich bereue, aber ich darf es dann nicht zugeben, weil sonst sinkt mein Selbstwert noch mehr und so weiter. Also ein Teufelskreis. Wie kann ich, anstatt zu drohen, eigentlich helfen? Wie kann ich mir überlegen, damit ich eben nicht drohen muss beim Jugendlichen, wenn du nicht um 12 kommst, dann gibt's Handyverbot und so, kann ich ihn nicht wegnehmen, das Handy, er kauft sich ein neues oder was immer. Ja. Also ist dann eh zahnlos meine Drohung. Ja. Also deshalb viel gescheiter, statt zu drohen, ihm so zu helfen, dass er das Gefühl hat, ja, das tut gut, das ist eine gute Sache, das ist eine hilfreiche Möglichkeit, die ich gerne annehme, weil dann geht's mir doch auch besser. Wenn ich in der Partnerschaft drohe, wenn ich meinem Mann, meiner Frau sage, wenn du nicht so tust, wie ich will, dann kannst du deine Koffer packen, dann ist die Scheidung da, dann kannst du dich schleichen. Ja? Was soll denn der Partner tun? Soll er dann genauso reagieren, wie der andere sagt und sich eigentlich versklaven, sich eigentlich total drunter stellen? Ich bin der Befehle empfängt und tut? Na, so geht's nicht, sondern es muss ja auch Gleichwertigkeit geben und sagen, Moment, du trost mir. Wie wär's, wenn wir wieder auf eine Ebene kommen, dass du mich achtest und ich dich achten lerne wieder, weil ich achte dich nicht mehr, wenn du mir so drohst. Und ich achte dich nicht mehr, weil du dich so unmöglich benimmst. Ja, wenn wir wollen, dass wir zusammenbleiben, dann müssen wir wieder auf eine Augenhöhe kommen, auf eine gleiche Ebene. Und dann können wir wieder neu starten, dann braucht's auch keine Drohung mehr. Wenn du weiterhin drohst, dann ist es eh so, dass die Beziehung aus ist. Ja? Dann ist es gescheiter, mal auf Abstand zu gehen, zu überlegen, ob wir wieder auf gleiche Ebene kommen wollen und dann geht es wieder gut weiter. Oder wir wollen gar nicht mehr auf gleiche Ebene kommen, dann brauchen wir auch nicht drohen. Dann ist es gescheiter, ich lasse den anderen in Ruhe, ich lasse den anderen in Frieden auch gehen, wenn er gehen will. Es ist total schade, wenn er geht, aber wenn es da kein Interesse mehr gibt, auf gleiche Ebene zu kommen, brauche ich auch nicht drohen. Es ist viel gescheiter, sich erwachsen und vernünftig zu einigen, dass beide mit erhobenem Haupt und mit einem guten Selbstwert auch weiterhin ihr Leben leben können. Dass sich halt geändert hat, dass halt in unterschiedliche Richtungen sich entwickelt hat. Schade, ja? Total traurig. Und noch einmal, es muss ja gar nicht sein. Man kann ja sagen, wir haben uns in unterschiedliche Richtungen entwickelt, aber jetzt kommen wir wieder zusammen. Aber auf Augenhöhe, ich achte dich gleich wie mich. Du bist nicht da unten meine Putzfrau. Oder du bist nicht der, der nur Geld daherbringt und deshalb bin ich oben und ich saug dich aus. Ja? Nein, wir sind gleichwertig. Wenn massive Drohungen kommen, ja, von Fremden, weil die plötzlich was gegen mich haben und ich gar nicht genau weiß, wer mir da einen anonymen Brief in den Postkasten legt, ja, dann und ich habe überhaupt keine Ahnung, ich habe das schon dann mehrfach überlegt und habe das sogar zur Polizei gebracht, die ausgeschnittenen Buchstaben, die zusammengeklebt sind und so und die sagen dann wirklich, na, das sind total gefährliche Morddrohungen, da muss man echt sich schützen, ich krieg schon Polizeischutz und was sie was. Ja, dann sind das einfach gefährliche Menschen, von denen ich nichts weiß, die ich aber unbedingt ernst nehmen muss, ja, und wo ich mich schützen muss. Das gibt's. Also das kann sein durch meine Position, das kann sein durch ein Pech, weil mir irgendjemand was neidet und ich aber gar keine Handhabe habe, mit denen ins Gespräch zu kommen und gar nicht die Möglichkeit habe, da irgendwas zu klären, dann hilft nur Sicherheit. Sicherheitsabstand, Schutz und aufzupassen, dass mir das nicht versehentlich dann passiert und ich gekidnappt werde oder so. Also es ist schon selten, aber wenn jemand in so einer Situation ist, ist das wirklich super heikel. Und muss ich auch auf die Kinder aufpassen und auch auf die beweglichen materiellen Güter wie Autos und so, dass die nicht plötzlich aufgeschlitzte Reifen haben und so, ja. Also das ist Gott sei Dank nicht so häufig, aber kommt schon immer wieder vor. Und diejenigen, die es dann trifft, die haben es dann überhaupt nicht leicht.
Also es kann auch sein, dass dann dieser Täter, und das ist schon kriminell und strafrechtlich natürlich anzuzeigen, also zu verfolgen, dass der dann plötzlich ein anderes Interesse hat oder dass der inzwischen geschnappt wird und dann auch gar nicht mehr in der Freiheit ist und damit man dann wieder geschützt ist, ja, das kann schon alles sein. Aber wenn man es nicht genau weiß, ist das eher ernst zu nehmen und eher vorsichtig zu sein, gescheiter. Weil das ist dann keine Lebensqualität mehr, wenn ich nur in Angst lebe und auch weiß, das betrifft möglicherweise auch meine Lieben. Ja, Drohungen sind ein wichtiges Thema, das man ernst nehmen muss, aber wenn ich es in der Hand habe und das vorher noch deeskalieren kann, dann bitte tun Sie es, weil Drohungen haben immer mit Ohnmacht zu tun oder dann sehr schnell mit Gewalt und das hat überhaupt keine Zukunft. Alles Gute für Sie.